Shard hat niemals gelogen, niemals jemandem etwas vorgemacht. Entweder man war seine Zeit wert oder eben nicht. Sie sind nicht die Tiere, die andere in ihnen sehen. Bringt mich zu meinem Vater, dann werde ich versuchen, ihn davon zu überzeugen. Wartet hier, während ich mir umsehe. Thema vertiefen. Kanntet ihr den Kunari schon vorher? Das war offensichtlich nicht eure erste Begegnung mit diesem Ashad. Ich bin ihm kurz nach ihrem Schiffbruch begegnet. Ich war mal wieder fortgelaufen, um der Feste und meinem Vater zu entfliehen. Ashad sollte die Küste absuchen, um eine Antwort für den Arishok zu finden. Ich war so voller Zweifel. Die Kunari hingegen zweifeln niemals. Er ist dennoch ein seltsamer Freund. Mir war nicht bewusst, dass die Kunari mit anderen Freundschaft schließen. Das ist vielleicht auch nicht das richtige Wort. Ich bin der Sohn des Vicomte, gebunden an all das, was diese Stellung mit sich bringt. Ashad jedoch hat das nie gekümmert. Wir waren beide auf der Suche nach etwas. Mehr war nicht von Belang. Euer Vater macht sich Sorgen und wollt ihr Ashad bestatten. Das ist uns doch egal, Azaraza. Wir bestatten jedoch keinen Kunari. Wartet hier, während ich mich umsehe. Wir werden noch früh genug aufbrechen, Seamus. Haltet euch bereit. Wie ihr meint, Syrah. Ja, wir wollen ja die Beute hier nicht entgehen lassen. Hier liegt ja noch haufenweise Zeug. Ein durchtrenntes Seil, ein Dolch und ein Heiltrank. Das müssen wir alles mitnehmen. Vorlage, Rune der Feuerabwehr. Ist hier irgendwas? Ah. Die verwundete Küste. Eine der wenigen Straßen nach Kirkwall führt durch eine der gefährlichsten Gegenden. Führt durch eine gefährliche Gegend, die als verwundete Küste bekannt ist. Sie schlängelt sich an der Kante der Klippen über dem Meer entlang und an zahlreichen Stellen ist die Gefahr eines Sturzes sehr hoch. Viele dortige Legenden berichten von Reisenden, die von diesen Höhen gefallen oder gesprungen sind oder auch gestoßen wurden. So, wer es lesen will, Pause. Und ich flitze jetzt mal weiter hier durch die Gegend. In Seamus. Nehmen wir noch mit. Aber wir haben ja noch einiges zu erledigen. Auch in der Gegend. Wir müssen ja auch noch hier diese Tal Ashot oder wie die heißen da. Diese Kunari, diese Verstoßenen erledigen, um an das Schwarzpulver zu kommen. Eine Rabenfeder haben wir da gefunden. Dass wir auch immer damit anfangen können, was auch immer. Hier die Kiste nehmen wir auch mit. Ein schwerer Schild. Ein kleiner Ruckler wieder. Ich glaube, ich muss den Rechner einfach mal neu starten. Hier ist halt mein alter PC. Der ist zwar eigentlich doch eine gute Kiste und der müsste das eigentlich auch locker flockig hinkriegen hier, Dragon Age. Aber es kann gut sein, dass der ein bisschen überladen war, weil ich halt auch tierisch viel mit Photoshop und all so einem Krempel gemacht habe. Ach so. Jo. Ich glaube, können wir jetzt mal mit dem reden. Ich bin bereit aufzubrechen. Und ihr wollt euch doch bestimmt eure Belohnung abholen. Ich bringe euch zurück nach Kirkwall. Lasst uns gehen, Seamus. Euer Vater wird in der Feste auf euch warten. Dann bringt mich zu ihm. Ja, wir bringen den jetzt erstmal in die Feste des Vicomte. Und dann schauen wir nachher nochmal zurück in diese Gegend, um das mit dem Schwarzpulver zu regeln. Ich denke, da wird auf jeden Fall eine nette Belohnung für uns anfallen. Und ich denke natürlich auch, wenn wir den Sohn wiederbringen. Mein Sohn. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Genug, Vater. Darf ich euch Syrah Hawk vorstellen, Exzellenz? Er hat die Aufgabe erfüllt. Seid meiner Dankbarkeit gewiss. Hoffentlich musstet ihr für meinen Sohn keine größere Unbill hinnehmen. Nur ein paar Dutzend Opfer. Es war mir eine Ehre. Wir haben überlebt. Wir waren stark in der Unterzahl, konnten uns aber durchsetzen. Wie ich hörte, haben sich die Winters ebenfalls beteiligt. Hätte sich der Zwischenfall nicht vermeiden lassen. Sie haben meinen Freund ermordet. Ist das denn völlig ohne Belang? Es heißt, du warst bei deiner Entführung allein. Bist wie ein Narr die Küste entlang spaziert. Ich wurde nicht entführt. Ich war bei Ashad, dem Kunari. Das sind keine Monster, die man fürchten muss. Wenn du es nur verstehen wolltest, dann würden es andere auch erkennen. Eine Entführung wäre besser als der Verdacht, sie hätten bereits Einfluss auf meine Familie. Wohlgesonnen oder nicht, das ist einfach zu viel.
Ihr seid beide sture Narren. Seamus' Fragen sind berechtigt. Ja, euer Sohn ist zu weit gegangen. Das ist nicht meine Sache. Ihr seid beide sture Narren. Und dazwischen gibt es nichts? Ihr wart wohl beide ziemlich starkköpfig. Das ist genug jetzt. Verzeiht, Exzellenz, für dieses Eindringen in persönliche Angelegenheiten. Es gibt keine. Geht, los! Fünf Sovereigns bekommen und Carver Feindschaft plus 5. Ich verstehe nicht, was der Carver mal für Probleme hat, ey. Mit uns. Kann doch nicht wahr sein. Das alte Weichei, ey. Echt schlimm mit dem. Was ist das denn da? Kaserne der Stadtwache. Ja, müssen wir uns jetzt auch nicht nochmal hinbegeben. Gucken mal weiter. Viel Glück beim Reinkommen. Ich warte schon den ganzen Tag. Ich glaube, wir reisen jetzt nochmal an die verwundete Küste, oder? Und machen das eine Quest. Guten Tag, Sarah. Gebiet verlassen. Unterstadt, der eigensinnige Sohn. Ja, da können wir mal ihm Bescheid sagen, dass wir den Feanreal ja praktisch befreit haben. Und da springt vielleicht auch noch ein bisschen monetarisiertes Interesse raus. Dass wir da ein bisschen ein paar Moneten abstauben, ein bisschen Goldstücke für unsere Expedition in die tiefen Wege, wo ein riesiger Schatz auf uns warten soll. Hallo, ist Anders da? Kann ich mit Anders sprechen? Hallo, ist Anders da? Ihr müsst nicht schreien. Ich bin immer ich. Dann ist es ja gut. Mit dem anderen will ich nämlich nicht sprechen. Ihr wisst schon, mit diesem Miesepeter. Er kann euch trotzdem hören. Gerechtigkeit und ich sind eins. Wie auch immer. Ihr wolltet mit mir sprechen? Eigentlich nicht. Ich wollte nur sicher gehen, dass ihr es selbst seid. Naja. Der Anders, der alte Shitzo. Ah, jetzt sind aber echt einige Ruckler so zwischendurch mal drin, ansonsten läuft es ja ganz flüssig. Ich meine, das halten wir noch aus. Aber ich mache dann auch nachher meine Sessionpause und leg dann nochmal in einer neuen Runde wieder los. Ich werde das Let's Play übrigens noch fortsetzen, das werde ich in noch eine Ecke spielen und dann gucken wir mal, wie sehr sich das von Gronkhs Let's Play unterscheidet. Und dann wären wir wahrscheinlich dann doch beide weiterführen, weil ihr euch das ja auch so gewünscht habt, die meisten zumindest. Euer Sohn ist bei den Dash. Was? Aber er ist ein Mensch. Sie wollten nicht einmal, dass ich ihn bei ihnen aufziehe. Aber sie schätzen die Magie mehr als die Männer von Kirkwall. Vielleicht findet er dort Sicherheit und Freiheit. Wie gesagt, ich habe wenig Geld, aber dieser Ring der Dalish ist seit Generationen in Familienbesitz. Bitte nehmt ihn zum Dank an. Ich hoffe für euch, der taugt was. Runischer Silberring. Plus 18 Angriff. Plus 3 körperlicher Schaden. Das ist eigentlich gut hier für die Damage-Dealerin. Ja, gehen wir der Isabella. Danach geben wir dem Carver mal ein bisschen Zeug. Der geht nämlich ziemlich leer aus im Moment. So, das hätten wir auch erledigt. Haben der Mutter Bescheid gegeben, dass der Feanreal noch lebt. Wir sagten ja alle Vermissten ein. Moment mal gerade. Hier will ich nur schauen auf der Karte. Karte? Hallo Karte? Ihr müsstet doch auch irgendwo... Naja. Ich dachte gerade, ihr müsst doch auch noch irgendwo der Mann von der Ninette sein. Dem müssen wir doch auch noch was bringen. Da haben wir doch auch noch irgendwie einen Ring oder sowas. Die Isabella müssen wir auch noch quatschen. Nebenquests. Quatschen oder was auch immer, ne? Eine ausnehmend starke Tinktur aus Hagebutte und Gänsekot. Dieses Volksheilmittel gegen einen Hautausschlag an pikanter Stelle sollte laut Beschriftung an Dalian Shaw aus der Dunkelstadt gehen. Ah, bringen wir dem das doch mal. Vielleicht gibt er uns da ein bisschen Geld, damit wir nicht verraten, was er da getrieben hat. Er war bestimmt wieder im Bordell, dieser Typ. Und da hat er sich einen Ausschlag an bestimmten Stellen, Ah, ne, da wollen wir nicht hin. Zu Lyrenes feräldische Importwaren.
Ja, geben wir das mal Rotblüten-Spezial. Es geht ja recht fix wahrscheinlich. Bis wir das Quest dann beendet haben, das wird ja 0, nix so weit sein. Ja, bla bla bla. Ja, mach mal hinne hier, Rechner. Vielleicht sollte ich das doch nochmal auf den neuen ziehen, das Game. Mit dem neuen kann ich nämlich auch Full HD ohne diese Ränder machen. Das liegt daran, dass dieser Rechner 1680 mal irgendwas pipapo aufnimmt. Irgendwas. So. Hier, Junge, wir haben ja Dalian hier für deinen Hautausschlag. Weil du dich zu oft in der blühenden Rose rumgetrieben hast. Der hat sich ja bestimmt einen Tripper eingefangen oder so. Hier, danach habt ihr doch gesucht, oder? Dem Erbauer und allen anderen sei Dank. Ich werde es... Der Spruch war natürlich sehr passend. Dafür, dass er ein Mittel gegen Tripper bekommen hat oder was auch immer. Filzläuse, ich weiß ja nicht, was er wirklich hatte. Ihr wart also Kapitänin eines Schiffs, Isabella? Da hattet ihr viele Männer unter euch, die ihr kommandieren musstet. Ist es nicht herzig, wie ihr verzweifelt nach einem Gesprächsthema sucht? Ihr sagt das so, als wäre ich völlig harmlos. So harmlos wie ein Welpe, der eines Tages seine Fangzähne ganz tief irgendwo reinstecken will. Ja, macht euch nur lustig. Ich werde euch schon zeigen, dass ich alles andere als ein Welpe bin. Ich weiß, darum mache ich das ja. Da wollen wir wieder hochfahren. Isabella hat ganz schön versaute Witze drauf. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Gamlins Haus haben wir dann noch wieder einen neuen Brief. Dann schauen wir da mal eben auch noch vorbei. Klappern wir jetzt hier das ganze Standardzeug mal eben ab. Bin ich etwa euer Diener? Ach, schon wieder? Ein Akt der Gnade. Stolzer Spross der Familie Hawk. Ich wage keinen direkten Kontakt, aber wir kennen uns. Und ich weiß, ihr habt einen guten Charakter und seid außerordentlich fähig. Gewährt mir ein Treffen außerhalb der Stadt, denn ich bedarf in einer delikaten Angelegenheit eure Unterstützung. Um meinen guten Willen zu zeigen, habe ich eine bescheidene Summe beigefügt. Wenn ihr helfen könnt, wartet mehr auf euch. Kommt bitte, sobald ihr dies erhaltet. Falls nicht, habe ich womöglich das Leben vieler Unschuldiger auf dem Gewissen. Hochachtungsvoll, ein Freund. Na, dann wollen wir uns dem mal widmen irgendwie, aber wahrscheinlich erst in der nächsten Session. Hier wartet jetzt auch der Hund auf uns. In Lothering war er noch nicht so. Ich glaube, er vermisst die Weite der Felder. Den haben wir als DLC bekommen, als Download-Kit hier mit dem Game direkt dabei. Steh auf, du Köter! Los, bei Fuß! Er muss einfach häufiger nach draußen. Ist es nicht so, mein Junge? Er könnte nützlich sein. Möglicherweise werden wir schon bald einen Kriegshund brauchen. Nehmt ihn mit euch. Ich bin es leid von, wie auch immer er heißt, angestarrt und angehechelt zu werden. Also wirklich, Gimlin. Einmal Barry versteht genau, was man sagt. Versucht doch mal, seinen Namen zu benutzen. Was gibt es denn, einen Hund auszusetzen? Das ist wirklich leicht zu merken. Tja. Und da der Gronk sich ja nicht getraut hat, seinen Hund bei Sims Mittelalter war es, glaube ich, Sarazan zu nennen, wir ziehen das jetzt knallhart durch und nennen diesen Hund Gronk. Ach ja, komm. Gronk, falls du das siehst, sei mir nicht böse. Bitte, ne? So, und mit diesen Worten und dem schlafenden Hund Gronk, dem Mambari-Welpen, der kein Welpe mehr ist, verabschiede ich mich jetzt auch von diesem Let's Play. Ich mache das Let's Play auf jeden Fall weiter und ihr werdet schon bald wieder neue Folgen aufgetischt kriegen, wahrscheinlich schon morgen. Und ich wünsche euch noch viel Spaß, einen wunderschönen Tag und danke fürs Zuschauen. Und liebe Grüße auch hier vom Schwarzmagier Sarazar.